Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Thomas Müller-Gütersloh. Ich wollte euch heute mal darüber berichten, und zwar, was Reichtum für mich wirklich ausdrückt, also was Vermögen wirklich ausdrückt. Wir kriegen von der Gesellschaft oftmals so vorgespiegelt, dass alle reichen Leute immer also ein schnelles Auto fahren müssen oder mehrere Autos haben müssen. Oft in Urlaub fahren müssen und auch nur Champagner trinken und die teuersten Sachen sich kaufen, also wie Uhren und so weiter. Das grundsätzlich nur als Diversifikation, aber man sollte das grundsätzlich nicht machen, um andere zu beeindrucken. Letztendlich, wenn man diese ganzen Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, auch zu früh in seinem Vermögenszuwachs macht, behindern sie und sind auch konträr dazu, dass man reich wird. Also wenn ich mir zu schnell ein teures Auto kaufe und im Endeffekt sehr viel Energie und Geld auf dieses Auto im Monat verwenden muss, um das halten zu können, um den Schein nach außen wahren zu können, dann geht es auch konträr zu dem Ziel, letztendlich vermögend und gelassen und zufrieden zu werden. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also nicht, wie man das von außen, von der Gesellschaft im Endeffekt gelernt bekommt, das ist wichtig, sind Reiche, sondern man ist reich, wenn man wenn man zufrieden ist. So, und dieses Zufrieden, das hat mich auch immer so ein bisschen gestört. Was heißt denn zufrieden grundsätzlich? Das wollte ich für mich mal so definiert haben. Und ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben. Ja, also Reichtum drückt sich für mich in starken familiären Beziehungen aus. Das ist eine Grundsäule, wenn man vermögend sein will. Man braucht ein starkes Rückgrat, im Endeffekt einen starken familiären Rückhalt. Das können natürlich auch Freunde, gute Freunde sein. Das kann auch die Freundin, die Verlobte sein. Das kann jeder sein im Endeffekt. Aber man braucht ein starkes privates Umfeld, um nach vorne agieren zu können. Und das macht einen auch sicherlich zufrieden. Ja, dann ist es der zweite Punkt. Man braucht eine gewisse Grundfitness, und damit auch Gesundheit, weil man weiß ja ganz genau, oder jeder weiß das auch, mit Geld kann man sich Gesundheit einfach nicht kaufen. Und es gibt ja auch den Spruch, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und es ist sicherlich sehr wichtig, auch eine gewisse Grundfitness zu haben und zu versuchen, gesund zu bleiben. Das ist so der zweite Grundpfeiler für mich, neben dem familiären Rückhalt, also die Fitness bzw. die Gesundheit. Ja, und die dritte Position, die mir so eingefallen ist, ist im Endeffekt, dass es die Freiheit ist. Also die Freiheit, das zu tun mit meiner Zeit, wann und was ich möchte. Das ist auch Reichtum für mich. Also frei zu sein, einfach in seinen Entscheidungen und also vermögend zu sein. Also man vermag etwas zu tun, was andere nicht tun können. Ich bin frei und kann mich auf meine Dinge konzentrieren, was ich mag. Und mich mit meinem Kopf oder mit meinen Sachen so beschäftigen oder mit dem beschäftigen, was ich möchte und nicht, was andere für mich möchten und mir das aufdrücken wollen durch irgendwelche monetären Zwänge, ist das ja meist. Ja, das sind also die drei Dinge, die mir so dazu eingefallen sind. Also wir wiederholen das Ganze nochmal. Das ist einmal familiäre Beziehungen, familiärer Rückhalt, Fitness, Gesundheit für einen selber sicherlich. Und dann natürlich auch nochmal die Freiheit. Ja, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ich euch heute wieder erzählen konnte. Und ich bitte euch doch einmal den Daumen hoch zu machen und meinen Kanal zu abonnieren. Vielen lieben Dank.